1 und 2 von der göttlichen Vorsehung. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Von der göttlichen Vorsehung von Lucius Annaeus Seneca, übersetzt von J. Moser. 1. Du hast mir die Frage vorgelegt, mein Lucilius, warum, wenn eine Vorsehung über die Welt walte, den Guten doch so viele Übel zustoßen? Es ließe sich das nun freilich bequemer in einem zusammenhängenden Werke abhandeln, wenn bewiesen würde, daß über dem Ganzen eine Vorsehung walte und die Gottheit sich unserer annehme. Jedoch, weil von dem Stoff etwas Einzelnes genommen werden und ohne Berücksichtigung der ganzen Streitfrage ein einziger Einwurf gelöst werden soll, so will ich die Rolle eines Anwalts der Götter übernehmen, ein Geschäft, das wenig Schwierigkeit hat. Ich brauche für den gegenwärtigen Zweck nicht darzutun, dass ein so großes Werk nicht ohne einen Aufseher bestehen könne, und dass dieses regelmäßige Hin- und Herwandeln der Gestirne nicht von einem zufälligen Anstoße bewirkt sei und, was der Zufall in Bewegung setzt, oft in Verwirrung gerate und leicht anstoße, dass dieser ununterbrochene, rasche Verlauf mit einer solchen Masse von Dingen zu Land und zur See und von so hellen, in Ordnung leuchtenden Lichtern nach der Ordnung eines ewigen Gesetzes vor sich gehe. Dass nicht ein sich selbst überlassener Stoff eine solche Ordnung hervorbringe und, was sich ohne Regel zusammengefunden, nicht so künstlich schweben würde, dass die gewichtige Ländermasse einen unerschütterten Ruhepunkt hätte und der raschen Flucht des sich um sie herumdrehenden Himmels zuschaute, dass die in die Vertiefungen ergossenen Meere, ohne durch die Flüsse überfüllt zu werden, den Erdboden durchfeuchteten und aus ganz kleinem Anfange mächtig Großes erwüchse. Auch das, was ungeordnet und ungeregelt scheint, Regen nämlich und Gewölk und das Einschlagen der geschleuderten Blitze und das aus geborstenen Berggipfeln ausströmende Feuer, das Beben des wankenden Erdbodens und, was sonst die in Aufruhr versetzte Natur auf dem Erdkreise für Bewegungen anrichtet, auch das geschieht nicht ohne Regel, obwohl es nicht voraus zu berechnen ist, sondern es hat auch dieses nicht minder seine Ursachen als das Wunderbare, das man an fremden Orten bemerkt hat, zum Beispiel warme Quellen mitten in den Fluten und neue Inselflächen, die sich auf der hohen See erheben. Nimmt man ferner wahr, dass die Ufer, wenn das Meer sich in sich selbst zurückzieht, unbedeckt da liegen
und in kurzer zeit wieder überdeckt werden wird man dann glauben es sei eine regellose strömung vermöge deren die gewässer bald zusammengezogen und in sich hineingetrieben werden bald hervorbrechen und gewaltigen laufes ihren platz wieder einnehmen da sie doch so gleichmäßig wachsen und zu bestimmten stunden und tagen größer und kleiner herankommen je nachdem das gestirn des mondes darauf einwirkt nach dessen einfluß die strömungen des ozeans erfolgen es wird dies erst am gehörigen orte zur sprache kommen um so mehr weil du in beziehung auf die vorsehung nicht zweifel sondern beschwerden vorbringst aussöhnen will ich dich mit den göttern die gegen die besten am besten gesinnt sind wie es denn auch gegen die natur ist daß je das gute dem guten schade zwischen den guten und der gottheit bestehet eine freundschaft deren band von der tugend geknüpft ist eine freundschaft sage ich ja wohl gar ein inniges verhältnis und eine ähnlichkeit weil der gute nur der zeit nach von der gottheit verschieden ist ihr zögling und nacheiferer und wahrhaftiger abkömmling den jener erhabene vater ein ernster treiber zur tugend nach strenger vaterart etwas hart erzieht bemerkst du nun daß gute und den göttern werte menschen in mühe und schweiß steile pfade wandeln schlechte aber schwelgen und in wohlleben verweichlichen so denke wie ja auch uns an unsern söhnen die züchtigkeit ergötze und nur an den jungen sklaven der mutwille wie jene durch die ernstere zucht in schranken gehalten diese aber in ihrer keckheit bestärkt werden davon sollst du denn auch in beziehung auf die gottheit überzeugt sein den guten verzärtelt sie nicht sie prüft ihn härtet ihn ab bereitet ihn für sich zu zwei warum begegnen den guten viele widerwärtigkeiten nimmermehr kann dem guten böses widerfahren was entgegengesetzt ist fließt nicht in eins zusammen gleichwie die menge von strömen von regengüssen die vom himmel stürzen und die so durchdringende kraft der heilquellen den geschmack des meeres nicht verwandelt nicht einmal mildert so wendet der anfall widriger schicksale die gesinnung des festen mannes nicht um er bleibt kampfgerecht und was geschehe er weiß es für seinen zweck zu gewinnen denn er ist mächtiger als alles was von außen kommt und ich sage nicht er fühle es nicht aber er überwindet es und während er sonst ruhig und friedlich ist erhebt er sich gegen das was ihn anfällt
alle Widerwärtigkeiten sieht er als Übungen an. Wird aber nicht jeder, wenn er nur ein Mann ist und Sinn hat für das Edle, nach würdiger Anstrengung verlangen und zu Dienstleistungen bereit sein, seien sie auch mit Gefahr verbunden? Ist nicht jedem Tätigen das Nichtstun eine Strafe? Wir sehen, die Athleten, die ihre Kräfte erhöhen wollen, schlagen sich immer mit den Stärksten und verlangen von denen, durch die sie zum Wettkampfe sich bereiten lassen, dass sie alle ihre Kraft gegen sie anwenden. Sie lassen sich Verwundungen und Beschädigungen gefallen, und finden sie nicht einzelne, die ihnen gewachsen sind, so stellen sie sich mehreren zugleich entgegen. Ohne Gegner erschlafft die Tugend. Alsdann aber zeigt sich, was sie ist und vermag, und was sie für Kraft hat, wenn sie durchs Dulden erprobt, was sie könne. Wisse, das Nämliche haben die Guten zu tun, damit sie das Harte und Schwere nicht scheuen und sich nicht beklagen über das Schicksal. Was auch kommen mag, sie sollen es für gut ansehen, sie sollen es sich zum Besten wenden. Nicht was, sondern wie man etwas erträgt, darauf kommt es an. Siehst du nicht, wie ganz anders Väter, anders Mütter ihre elterliche Zärtlichkeit ausüben? Jene wollen, dass ihre Kinder frühzeitig angetrieben werden, sich der Arbeit zu unterziehen. Auch am Feiertage lassen sie dieselben nicht unbeschäftigt und pressen ihnen Schweiß, bisweilen Tränen aus. Die Mütter aber wollen sie im Schoße hegen und im Schatten halten. Nie sollen sie weinen, nie eine trübe Miene machen, nie angestrengt werden. Eines Vaters Sinn hat die Gottheit gegen die Guten und liebt sie kräftig. Und durch Arbeit spricht sie, durch Schmerzen und Beschädigung sollen sie rüstig erhalten werden, damit sie die wahre Kraft gewinnen. Was man fett macht, das erschlafft in Untätigkeit und nimmt Schaden, nicht nur durch Anstrengung, sondern schon durch Bewegung und durch seine eigene Schwere. Unangefochtenes Glück hält keinen Schlag aus. Aber wo man mit Widerwärtigkeiten beständigen Kampf hat, da gewinnt man für die Schläge eine harte Haut und gibt keinem Übel nach. Und ist einer auch gefallen, er kämpft noch auf den Knien. Du wunderst dich, wenn die Gottheit in ihrer hohen Liebe zu den Guten und weil sie dieselben zum höchsten Grade von Tugend und Vortrefflichkeit bringen will, ihnen ein Geschick zuteilt, dem gegenüber sie geübt werden sollen. Ich kann mich nicht wundern, wenn die Götter zuweilen eine Lust anwandelt, große Männer im Kampfe mit irgendeinem Missgeschicke zu sehen. Macht es uns doch zu Zeiten Vergnügen,
wenn ein Jüngling von festem Muthe ein anrennendes Thier mit dem Jagdspieße auffängt, wenn er den Anlauf eines Löwen unerschrocken aushält, und der Anblick ist um so erfreulicher, je ehrenwerter der Mann ist, der es ausführt. Freilich dergleichen kann den Blick der Götter nicht auf sich ziehen. Es ist kindisch und ein Ergötzungsmittel des höherm Ernst entfremdeten Menschensinns. Aber siehe, ein Schauspiel wert, daß ein in sein Werk vertiefter Gott darauf hinschaue. Siehe, ein des Gottes wertes Paar. Das ist, ein kräftiger Mann im Kampfe mit einem bösen Geschicke, zumal wenn er es sogar herausgefordert hat. Ich wiederhole es, ich weiß nicht, was Jupiter auf Erden Schöneres haben könnte, wenn anders er darauf achten mag, als einen Cato zu sehen, wie er, nachdem seine Partei schon mehrmals geworfen ist, feststeht und, wenn auch alles zusammenstürzt, dennoch das Haupt nicht senkt. Mag alles, spricht er, sich dem Einzigen fügen, mögen die Länder von Legionen, die Meere von Flotten umstellt sein, und Cäsars Soldaten die Pforten versperrt halten. Cato hat einen Ausweg. Mit einer einzigen Hand kann er der Freiheit eine Gasse machen. Dieses Schwert, auch im Bürgerkriege rein und schuldlos bewahrt, wird endlich einen guten und edeln Dienst tun. Die Freiheit, die es dem Vaterlande nicht erringen konnte, wird es dem Cato geben. Greif an, mein Geist, das längst bedachte Werk, mache dich los von den menschlichen Dingen. Schon haben Petreius und Juba die Schwerter gegeneinander gekehrt und sind gefallen, einer von des andern Hand erschlagen. Heldenmäßiger, herrlicher Todesbund, nur daß er unserer Größe nicht ziemen will. Für Cato ist's gleich unrühmlich, um den Tod bei irgendeinem zu bitten, als um das Leben. Es ist mir klar, die Götter haben's mit hoher Freude gesehen, wie dieser Mann, sein eigener heftigster Rächer, für anderer Rettung noch sorgt, wie er der Flucht der Weichenden den Weg weiset, wie er in tiefster Nacht noch an seinem Studium ist, wie er das Schwert in die unentweihte Brust stößt, wie er seine Eingeweide herausnimmt und dem, was sein ehrwürdiges Leben beseelte, mit eigener Hand den Ausgang bahnt, weil das Schwert nicht wert war, es anzutasten. Darum, glaube ich, war die Wunde unsicher und unzureichend. Es war den unsterblichen Göttern nicht daran genug, den Cato einmal zu sehen. Die große Seele wurde noch aufgehalten,
noch einmal zurückgerufen, um sich in einem noch schwierigern Falle zu zeigen. Denn es gehört nicht so viel hoher Mut dazu, in den Tod zu gehen, als ihn zum zweiten Male zu suchen. Warum sollten Sie nicht gerne Ihren Zögling sehen, wenn er auf eine rühmliche und merkwürdige Weise abtritt? Unsterblich macht der Tod die, deren Ende auch solche preisen, die es fürchten. Ende von 2. Drei und vier von der göttlichen Vorsehung von Lucius Annaeus Seneca, übersetzt von J. Moser. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. 3. Doch ich will nun im weitern Verlaufe meiner Darstellung zeigen, wie das kein Übel ist, was so scheint. Vor der Hand behaupte ich, das, was du unfreundlich, widrig und verwünschenswert nennst, sei fürs Erste zum Besten derer, die es trifft, sodann zum Besten aller, und auf diese sehen die Götter mehr als auf die Einzelnen, weiter, dass es nicht gegen ihren Willen treffe, und dass sie das Übel verdienen, wenn sie es nicht wollen. Danach, es sei durchs Verhängnis so, und es treffe die Guten mit Recht nach dem nämlichen Gesetze, wodurch sie gut sind. Endlich will ich dich überzeugen, du habest einen Tugendhaften nie zu bemitleiden. Er kann nämlich beklagenswert genannt werden, sein kann er's nicht. Der schwierigste meiner Sätze scheint mir, dass das, wovor wir zurückschaudern und beben, zum Besten derer diene, die es trifft. Zu ihrem Besten soll es sein, wendest du ein, ins Exil verstoßen, in Armut gestürzt zu werden, Weib und Kinder zu verlieren, Schmach, Verlust und Verstümmelung zu leiden? Wenn du dich wunderst, dass dies einem zum Besten dienen soll, so wirst du dich auch wundern, dass manche durch Schnitt und Brand geheilt werden, wohl auch durch Hunger und Durst. Erwägst du aber, dass um der Kur willen Knochen angefeilt und herausgenommen, Adern zerstört und manchmal gewisse Glieder abgenommen werden, die, ohne dass der ganze Körper zugrunde ging, nicht bleiben könnten, so magst du dir dadurch auch beweisen lassen, dass manches Unangenehme zum Besten derer diene, die es trifft. Wahrlich nicht minder, als dass manches, was man preist und wünscht, zum Nachteile derer sei, die ihre Lust daran hatten. Ganz so, wie es bei Überladung des Magens durch Speise und Trank der Fall ist, und bei andern Dingen, die durch Lust tödlich sind. Unter vielem Trefflichen von unserm Demetrius ist auch der Ausspruch, den ich frisch im Gedächtnisse trage. Er tönt und hallet noch in meinen Ohren. Nichts, sagte er,
kommt mir unglücklicher vor als ein mensch dem nie eine widerwärtigkeit zugestoßen ist denn es ist ihm nicht geworden sich kennen zu lernen mag ihm alles nach wunsche gegangen oder seinen wünschen vorausgeeilt sein die götter haben doch nichts gutes von ihm gehalten er hat ihnen nicht wert geschienen einmal ein unglück zu überwinden das gerade vor den feigsten gesellen sich zurückzieht als spräche es was soll ich mir den zum gegner nehmen er wird alsbald die waffen strecken gegen den bedarf es nicht meiner ganzen macht eine kleine drohung wird ihn zurücktreiben er kann meinen blick nicht aushalten nach einem andern will ich mich umsehen mit dem ich mich in kampf einlassen kann es ist eine schande sich einem menschen gegenüberzustellen der bereit ist sich besiegen zu lassen eine schande achtet es der gladiator mit einem schwächern zu streiten und weiß daß einer den man ohne gefecht besiegt ohne ruhm überwunden werde gerade so macht es das schicksal es sucht die stärksten ihm gewachsenen auf manche geht es mit ekel vorüber den trotzigsten stets und am meisten aufrecht stehenden greift es an daß es seine kraft gegen ihn anstrenge mit feuer machte es seine probe an Mucius Scaevola mit der armut an Fabricius mit der verbannung an Rutilius mit foltern an Regulus mit gift an Sokrates mit dem tod an Cato ein großes beispiel kommt nur bei schlimmem geschicke vor ist Mucius unglücklich weil seine rechte in das feuer der feinde greift und sich selbst für seinen irrtum bestraft ist er unglücklich weil er den könig mit der verbrannten hand forttreibt bei dem es ihm mit der bewaffneten nicht gelang wie er wäre also glücklicher wenn er die hand in eines liebchens busen wärmte ist Fabricius unglücklich weil er in der zeit die ihm der staat freiließ sein feld umgräbt weil er mit Pyrrhus und dessen reichtümern in gleichem maße krieg führt weil er an seinem herde gerade die wurzeln speist und kräuter die er auf dem acker ausgerauft hat der greise triumphator wie er wäre also glücklicher wenn er mit den fischen entfernter küsten und ausländischem geflügel den bauch anfüllte wenn er mit den austern des obern und untern meeres der trägheit des sich zum erbrechen neigenden magens abhelfe wenn er das schönste wildbret das den jägern reichliches blut kostete mit mächtigen obstlagen umkränzte ist Rutilius unglücklich weil die ihn verurteilten sich vor allen jahrhunderten werden verantworten müssen
weil er es ruhiger geschehen ließ, daß er dem vaterland entzogen werde, als ihm das exil? Weil er allein dem diktator sylla ein nein entgegensetzte und als man ihn zurückrief nicht nur zurücktrat, sondern weiterhin floh? Da lass ich, spricht er, die zusehen, welche du, Schoßkind des Glücks, zu Rom findest. Mögen sie sehen die Blutströme auf dem Forum und am Servilianischen See. Das ist ja die Mördergrube für Syllas Geächtete. Die Häupter der Senatoren und die zerstreut durch die Stadt schweifenden Mörderscharen und die tausende römischer Bürger, die auf dem einen Platze nach empfangener Sicherheitszusage, ja durch dieselbe niedergemetzelt wurden. Mögen solches die sehen, denen es unerträglich ist, im Exil zu leben. Wie? Ist also Sylla glücklich, weil ihm, wenn er aufs Forum geht, mit dem Schwerte Platz gemacht wird, weil er die Köpfe der Konsularen aufspießen lässt und das Blutgeld durch den Quästor und die öffentlichen Rechnungen ausbezahlt? Und das alles tut der Mann, der das cornelische Gesetz gab. Kommen wir zu Regulus. Was hat ihm das Schicksal geschadet, dass es ihn zu einem Muster von Treue, zu einem Muster von Geduld gemacht hat? Nägel durchbohren ihm die Haut, und wohin er den erschöpften Körper legt, liegt er auf einer Wunde, und zu ewiger Schlaflosigkeit stehen seine Augen offen. Je mehr Marter, desto mehr Ruhm ist sein Anteil. Willst du wissen, wie wenig es ihn reuet, die Tugend um solchen Preis angeschlagen zu haben? Stelle ihn wieder her und schicke ihn in den Senat. Er wird nicht anders stimmen. Du hältst also den Mäzenas für glücklicher, der in Liebesqualen klagen über die tägliche Sprödigkeit eines eigensinnigen Weibes unter dem Klange ferntönender Symphonien den Schlaf sucht? Mag er sich mit köstlichem Weine betäuben und sich am Rauschen der Wasserfälle zerstreuen und mit tausend Genüssen das gequälte Herz betäuben? Er wacht ebenso wohl auf seinem Pflaume wie jener auf der Marterbank. Nur, dass der den Trost hat, um das Edle Hartes zu erdulden und von seinem Leiden auf die Ursache hinblickt, den andern aber von Genüssen erschlafft und an Übermaß von Glücke leidend, quält mehr, als was ihn plagt, seines Leidens Ursache. Die Laster haben es im Besitze der Menschheit noch nicht dahin gebracht, dass es zweifelhaft wäre, ob nicht, wenn man sein Geschick zu wählen hätte, die Mehrzahl lieber in der Person des Regulus als des Mäzenas auf die Welt kommen wollte.
oder wenn einer wäre, der sich nicht entblödete zu sagen, er wolle lieber ein Mäcenas als ein Regulus geboren werden, der wollte auch, wenn er's gleich nicht ausspricht, lieber eine Terentia geboren sein. Ist deine Meinung, Sokrates, sei unter einem bösen Sterne geboren, weil er jenen auf Anordnung des Staates gemischten Trank gerade wie eine Arznei der Unsterblichkeit austrank und vom Tode sprach bis zu dessen Eintritt? Ist's ihm schlecht ergangen, daß sein Blut erstarrte und allmählig erkaltend die Lebenskraft der Adern stille stand? Wie viel mehr ist er zu beneiden als die, denen das Gefäß von Edelsteinen kredenzt wird, denen ein Kerl, der alles mit sich anfangen lässt, dessen Mannheit dahin ist oder verdächtig, den Wein in goldenem Geschirr über Schnee laufen lässt. Diese, was sie trinken, geben es zu ihrem eigenen Ärger durch Erbrechen von sich und haben den Nachgeschmack von ihrer Galle. Jener aber wird freudig und gerne seinen Giftbecher trinken. Über Cato ist genug gesagt, die Welt wird darin übereinstimmen, ihm sei das höchste Glück zuteil geworden. Den hat die Natur sich erkoren, um, eine furchtbare Gegnerin, mit ihm zusammenzutreffen. Ist die Feindschaft der Großen keine Kleinigkeit? Wohlan, er stelle sich einem Pompeius, Cäsar und Crassus zugleich entgegen. Ist's schwer, Schlechtern an Ehre nachzustehen? Er stehe hinter einem Vatinius zurück. Ist's schwer, an Bürgerkriegen teilzunehmen? Er muß auf dem ganzen Erdkreise der gerechten Sache so unglücklich als beharrlich dienen können. Ist's schwer, Hand an sich selbst zu legen? Er tue es. Was beweise ich damit? Alle sollen wissen, das sei kein Übel, wessen ich einen Cato würdig achtete. 4. Das Glück kommt an den Pöbel und an Alltagsseelen, doch das Missgeschick und die Schrecken der Sterblichen zu überwältigen, ist großen Männern vorbehalten. Aber immer glücklich sein und ohne Verwundung des Gemüts durchs Leben gehen wollen, das heißt nur eine Seite der Natur kennen. Du bist ein großer Mann, aber woher weiß ich das, wenn dir das Schicksal nicht Gelegenheit gibt, deine Tugend an den Tag zu legen? Du bist zu den Olympischen Spielen gegangen, aber wenn niemand außer dir, so hast du den Kranz, den Sieg hast du nicht. Ich wünsche dir nicht Glück wie einem tapfern Manne, sondern wie einem, der das Konsulat oder die Prätur davon getragen hat. Es ist dir nichts
als eine neue ehre widerfahren. Eben so kann ich auch einem tugendhaften manne sagen, wenn ihm kein schwieriger fall die einzige gelegenheit darbot, die kraft seines gemütes zu zeigen: ich erkläre dich für unglücklich, daß du nicht unglücklich warst. Du bist ohne Gegner durchs Leben gegangen. Niemand wird erfahren, was du vermocht hättest, auch du selbst nicht. Denn zur Kenntnis seiner selbst bedarf es einer Probe. Was er könne, hat keiner erfahren, ohne es zu versuchen. Darum haben manche sich dem Unglücke, das sie floh, von selbst entgegengestellt und für ihre Tugend, die im Dunkel verschwunden wäre, eine Gelegenheit gesucht, sich auszuzeichnen. Es freuen sich zuweilen große Männer, behaupte ich, über ein Missgeschick, gerade wie tapfere Soldaten über Schlachten. Gegen Triumphus hörte ich einen mir Millionen unter Gaius Caesar, Caligula, die Klage äußern, daß es so wenig zu tun gebe. Wie geht doch, sagte er, die schöne Zeit verloren. Die Tugend geizt nach Gefahr und denkt an ihr Ziel, nicht an ihre Leiden. Das und was sie dulden wird, ist ein Teil ihres Ruhmes. Kriegsmänner rühmen sich ihrer Wunden. Freudig reden sie von dem Blute, das sie zu vergießen so glücklich waren. Mag, wer unverwundet aus der Schlacht zurückkehrt, auch das Gleiche geleistet haben. Mehr sieht man doch auf den, der mit Wunden heimkommt. Gerade dann, behaupte ich, sorgt die Gottheit für die, welche sie am edelsten haben will, wann sie ihnen Gelegenheit gibt, etwas mit Mut und Tapferkeit auszurichten. Hierzu müssen die Umstände einigermaßen schwierig sein. Den Steuermann lernst du im Sturm, in der Schlacht den Krieger erkennen. Woher kann ich wissen, wie viel du Mut hast gegen die Armut, wenn du dem Reichtum im Schoße sitzest? Woher kann ich wissen, wie fest du stehest gegen Schmach und Verleumdung und Volkshaß, wenn du unter Beifallklatschen alt wirst, wenn dich eine unbesiegbare und alle Herzen an dich fesselnde Gunst begleitet? Woher weiß ich, mit welchem Gleichmute du einen kinderlosen Zustand ertragen würdest, wenn du alle um dich siehst, die dir geboren wurden? Ich habe dich andere trösten hören, gesehen hätte ich dich aber dann, wenn du dich selbst getröstet, wenn du dir selbst die Betrübnis verwehrt hättest. Zittert doch nicht vor dem, was euch die unsterblichen Götter als ein geistiges Anregungsmittel zusenden. Das Missgeschick ist Gelegenheit, eure innere Kraft zu entwickeln.
die kann man mit recht beklagenswert nennen, welche durch das übermaß von glück in einen geistesschlaf verfallen, welche wie auf einem sturmlosen meere tatenlose ruhe gefangen hält. Was über sie kommt, wird ihnen ungewohnt sein. Das Schreckliche setzt denen mehr zu, die keine Erfahrung davon haben. Es ist schwer, das Joch zu tragen, wenn der Nacken weich ist. Bei dem Gedanken an eine Wunde erblaßt der junge Soldat. Kühn schauet der alte Krieger auf sein Blut hin. Er weiß, wie er oft nach Blutverlust gesiegt habe. Die also, welche sie liebt, härtet die Gottheit ab, prüft und übt sie. Die aber ihre Lieblinge und Schützlinge zu sein scheinen, spart sie als Weichlinge für kommendes Ungemach auf. Denn ihr irrt, wenn ihr einen davon frei glaubt. War einer lange glücklich, es wird schon an ihn kommen, was ihm gehört. Wer freigesprochen scheint, ist nur aufgeschoben. Warum sucht die Gottheit die Besten mit Krankheit oder Trauer oder Verlust heim? Warum wird auch im Kriege den Tapfersten das Gefahrvolle aufgetragen? Die Auserlesensten schickt der Feldherr ab, daß sie in nächtlichem Hinterhalte die Feinde angreifen oder den Weg aufspüren oder einen Posten verjagen. Und keiner von denen, die so weggeschickt werden, wird sagen, der Feldherr hat mir eine schlechte Ehre angetan, sondern er denkt gut von mir. So mögen auch die, welche zu leiden angewiesen werden, was feigen und trägen beweinenswert ist, sprechen. Die Gottheit hat uns wert geachtet, an uns zu erproben, was die menschliche Natur zu dulden vermöge. Fliehet, was euch verzärtelt, fliehet das entnervte Glück, worin der Geist erschlafft, und wenn nicht etwas kommt, was ihn des menschlichen Loses gemahnt, wie in einer fortwährenden Trunkenheit dämmert. Wen seine Fensterscheiben stets vor jedem Lufthauche schützten, wessen Füße unter stets erneuten Wärmemitteln bewahrt wurden, wessen Speisezimmer von einer geheimen und um die Wände sich verbreitenden Wärme durchdrungen ist, an dem streift kein leises Lüftchen ohne Gefahr vorüber. Wie alles Übermäßige schadet, so ist auch ein maßloses Glück sehr gefährlich. Es setzt das Gehirn in Bewegung, weckt eitle Einbildungen in der Seele auf und verbreitet über sie ein zwischen Wahrheit und Irrtum schwankendes Dunkel. Sollte es nicht besser sein, anhaltendes Unglück zu ertragen,
das zur kraftanwendung auffordert, als an unaufhörlichem und unmäßigem glücke zu grunde zu gehen? An Magerkeit hat man leicht zu sterben, Überladung macht bersten. Die Götter beobachten daher bei tugendhaften Menschen die Grundsätze, welche die Lehrer bei ihren Schülern befolgen, die von denen am meisten Arbeit verlangen, von welchen sie die gegründetsten Hoffnungen hegen. Glaubst du, die Lacedämonier haben ihre Kinder nicht lieb, weil sie dieselben öffentlich schlagen, um zu sehen, was an ihnen sei? Und die Väter selbst sprechen ihnen zu, sie sollen die Geißelhiebe mutig ertragen, und wenn sie zerfleischt und halb tot sind, so bitten sie dieselben, ihren wunden Leib beharrlich neuen Wunden darzubieten. Und wir sollten uns wundern, wenn die Gottheit edle Geister hart prüft. Tugendproben sind nie bequem. Schlägt uns das Schicksal, zerfleischt es uns, wir wollen's leiden. Es ist nicht Grausamkeit, ein Wettkampf ist's. Je öfter wir ihn bestehen, desto mehr Kraft werden wir haben. Der festeste Teil des Körpers ist der, den ein häufiger Gebrauch in Tätigkeit gesetzt hat. Wir müssen dem Schicksal hingegeben werden, damit es uns gegen sich selbst zur Ausdauer gewöhne. Allmählig mag es machen, dass wir ihm gewachsen seien, dass wir Gefahren verachten, dahin wird es mit uns kommen, wenn wir in anhaltender Gefahr schweben. So ist der Körper des Seemanns abgehärtet, das Meer zu ertragen. So hat des Ackermanns Hand eine harte Haut. Die Arme des Kriegers sind stark, die Wurfgeschosse abzuschießen. Gelenke Glieder hat der Läufer. An jedem ist das das Stärkste, was er geübt hat. Das Dulden der Übel gering zu achten, dahin bringt es der Geist durchs Dulden. Und was dieses an uns zustande bringen kann, erfährt man, wenn man betrachtet, wie viel bei Völkern, die nichts haben und durch ihre Armut so stark sind, die Anstrengung vermag. Gehe alle Nationen durch, auf welche sich Roms Friedenszepter nicht mehr erstreckt. Ich meine die Germanen und die Völker alle, die am Ister umherschweifen. Ein ewiger Winter, ein trüber Himmel liegt auf ihnen. Unmütterlich nährt sie der unfruchtbare Boden, die Regengüsse wehren sie mit Stroh- und Laubhütten ab, über dichtes Eis laufen sie dahin, zur Nahrung fangen sie das Wild. Kommen sie dir beklagenswert vor? Es ist nichts kläglich, was durch Gewohnheit zur Natur geworden.
nach und nach wird das zum Vergnügen, was anfangs die Not tat. Sie haben keine Häuser, keine Wohnplätze, außer welche sie Tag für Tag aufschlagen, wo sie die Müdigkeit überfällt. Schlechte und dazu mühsam zu erwerbende Nahrungsmittel, ein furchtbar rauhes Klima, der Körper ohne Kleidung. Was dir als ein Unglück vorkommt, das ist die Lebensordnung so vieler Völker. Was wunderst du dich, dass tugendhafte Menschen Stöße des Geschicks erleiden, um fester zu stehen? Erst der Baum ist fest und stark, den häufig der Wind rüttelt. Gerade durch die Erschütterung zieht er sich fester zusammen und schlägt die Wurzeln so, dass sie mehr Halt bekommen. Es sind zerbrechliche Bäumchen, die im sonnigen Tale aufgewachsen sind. Zum Vorteile tugendhafter Männer, dass sie unerschrocken bleiben können, ist es also, wenn sie viel unter furchterregenden Gegenständen verweilen und ruhig ertragen, was nur dem ein Übel ist, der sich nicht wohl darein fügt. Fünf und sechs von der göttlichen Vorsehung von Lucius Annaeus Seneca, übersetzt von J. Moser. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Fünf. Nimm auch noch dazu, dass es allen zugute kommt, wenn gerade die Besten, dass ich so sage, ihre Kriegsdienste leisten und ihr Tagwerk verrichten. Es ist die Absicht der Gottheit, wie die des Philosophen, zu beweisen, dass, was der Pöbel wünscht und flieht, sei nicht etwas Gutes und nicht etwas Böses. Wenn aber die Gottheit etwas nur guten Menschen zuweist, so liegt dadurch am Tage, dass dies gut sei, und ebenso, dass etwas ein Übel sei, wenn sie es nur über schlechte Menschen verhängt. Verwünschenswert muss die Blindheit sein, wenn niemand um seine Augen kommt, als wem man sie herausreißen sollte. Darum sei ein Appius und Metellus zur Blindheit verdammt. Reichtum ist kein Gut, darum mag ihn wohl auch so ein Hurenwirt wie Ellius haben, damit die Leute sehen, das Geld, obwohl man ihm in den Tempeln eine gewisse Heiligkeit zu geben weiß, finde sich auch im Bordell. Auf keine Weise kann die Gottheit, was man zu wünschen pflegt, mehr zum Gegenstande des Abscheues machen, als wenn sie es den Schändlichsten zuteilt, den Besten nimmt. Aber, sagt man, unbillig ist's doch, dass ein rechtschaffener Mann verstümmelt
oder ans kreuz geschlagen oder gebunden werde die schlechten aber mit unverletztem körper frei und köstlich einherstolzieren was mehr ist's doch auch nicht unbillig daß tapfere männer die waffen nehmen im lager übernachten und mit verband und wunden vor dem walle stehen indes buben die aus der niedrigsten wollust und unzucht ein gewerbe machen ohne alle gefahr in der stadt weilen was wollt ihr doch ist's doch auch nicht unbillig daß die edelsten jungfrauen nachts aufgeweckt werden zum heiligen dienste während verworfene des tiefsten schlafes genießen wo es etwas zu tun gibt sind die besten aufgefordert der senat wird oft den ganzen tag hindurch in anspruch genommen während zur selben zeit die elendesten gesellen entweder auf dem marsfelde den freuden des müßigganges nachhängen oder in einer garküche stecken oder die zeit in irgend einer gesellschaft verschleudern gerade so geht es in diesem großen gemeinwesen die tugendhaften mühen sich ab bringen aufopferungen und werden selbst aufgeopfert und zwar nicht gegen ihren willen sie werden nicht gezogen vom geschicke sie folgen und halten gleichen schritt sie wären ihm wohl auch zuvorgekommen hätten sie es gewußt von unserm kräftigen demetrius erinnere ich mich auch die äußerung vernommen zu haben darüber allein ihr unsterblichen götter kann ich mich gegen euch beschweren daß ihr mir nicht vorher bekannt machtet was ihr mit mir wolltet so hätte ich nämlich mich früher dazu eingestellt wozu ich jetzt auf euern ruf da bin ihr wollt meine kinder nehmen für euch wurden sie mir geboren ihr wollt einen teil meines körpers nehmt hin es ist nichts sonderliches was ich darbiete bald werd ich ihn ganz abtreten ihr wollt mein leben warum nicht ich will keinen aufenthalt machen daß ihr nicht zurückerhaltet was ihr gegeben habt ihr möget verlangen was ihr wollt es ist mein wille daß ihr's nehmet nur hätte ich's lieber angeboten als abgegeben was brauchte es denn ein nehmen ihr konntet's euch ja geben lassen doch auch wie es jetzt ist werdet ihr's nicht nehmen genommen wird etwas nur wenn man es nicht lassen will ich leide keinen zwang ich erdulde nichts wider meinen willen und meine ergebung ist kein dienen nein ein einverständnis ist's mit der gottheit um so mehr weil ich weiß daß alles nach einer bestimmten und für immer festgesetzten regel seinen gang geht
Ein Geschick leitet uns, und es hat bei unserm Eintritt in die Welt die erste Stunde entschieden, wie viel einem jeden zugeteilt sein soll. Eine Ursache steht unter dem Einflusse der andern, und die Angelegenheiten des Einzelnen und des Ganzen hängen in langer Folgenreihe zusammen. Darum mutig alles getragen, weil alles nicht, wie wir wähnen, zufällig eintritt, sondern sich folgt. Deine Freuden, deine Tränen sind dir längst bestimmt, und wenn schon im Leben der Einzelnen eine große Verschiedenheit statt zu finden scheint, so kommt es doch am Ende auf das eine hinaus. Wir haben Vergängliches empfangen, wie wir selbst vergänglich sind. Wozu also Unzufriedenheit? Wozu Klagen? So ist einmal die Einrichtung unseres Wesens. Mag die Natur unsere Körper, ihr Eigentum, gebrauchen, wie sie will, wir, freudig und mutig, wollen denken, was wir verlieren, war nicht von dem Unsrigen. Was hat ein tugendhafter Mann zu tun? Sich dem Schicksal hinzugeben. Es ist ein großer Trost, indem man fortgerissen wird, das Schicksal aller Wesen zu teilen. Sei's, was es will, was uns gerade solch ein Leben, solch einen Tod zugewiesen hat. An dieselbe Notwendigkeit sind auch die Götter gebunden. Eine unabänderliche Bahn gehen die Angelegenheiten, wie der Menschen, so der Götter. Jener Gründer und Regierer des Alls selbst hat die Geschicke zwar bestimmt, aber er folgt ihnen. Ewig gehorcht er, ein einzig Mal hat er befohlen. Warum war aber doch die Gottheit so unbillig in der Verteilung der Geschicke, dass sie tugendhaften Menschen Armut, Wunden, schmerzliche Todesfälle zuwies? Der Künstler kann den Stoff nicht ändern. Mit dem ist's vorbei, der ist nun einmal so. Es lässt sich manches von manchem nicht sondern. Es hängt zusammen, es bildet ein unteilbares Ganze. Unkräftige Naturen, und die sich zum Schlafe hinneigen oder zu einem schlafähnlichen Wachen, sind aus trägem Stoffe gefügt. Dass ein Mann in die Welt trete, den man im strengsten Sinne des Worts so nennen kann, dazu ist ein kräftig Geschick Not. Er wird nicht einen ebenen Weg haben, bergauf und bergab muss es gehen, hin und her muss er geworfen werden und sein Schiff in Stürmen regieren. Gegen das wechselnde Geschick muss er seine Bahn behaupten. Es wird viel Hartes, Raues kommen, aber er hat es schlicht und eben zu machen. Feuer erprobt das Gold, Elend, kräftige Männer. Siehe, wie hoch die Tugend hinaufsteigen muß, lerne,
daß sie nicht gefahrlose wege wandeln dürfe. Steil im Beginn ist der Weg, daß kaum die Rosse vom Frührot frisch gestärkt ihn erklimmen, am steilsten mitten am Himmel. Siehe, da graut mir wohl selbst manchmal, das Meer und die Länder anzuschaun, und es schlägt mir das Herz in zagendem Schauder. Rasch ab neigt sich das Ende, besonnener Leitung bedarf es. Oft dann fürchtet für mich, die in wogender Tiefe mich aufnimmt. Thetis selber, ich möchte hinab, jäh stürzen in Abgrund. Als der hochherzige Jüngling solches gehört, sprach er: Der Weg gefällt mir, ich wandle ihn, es ist der Mühe wert, ihn zu gehen, auch wenn man stürzen soll. Er aber, der Sonnengott, hörte nicht auf, das rasche Gemüt mit Grauen und Schrecken zu bestürmen. Dass du behaltest den Weg, nicht abgezogen zur Irrfahrt, schreiten musst du hindurch den Hörnern des Stieres vorüber, durch des Schützen Geschoss und den Blick des grimmigen Löwen. Darauf erwiderte er: Spann ihn an, den Wagen, den du mir bewilligst, das, womit du mich zu schrecken wähnst, reizt mich. Dort möchte ich stehen, wo die Sonne selbst wankt. Der Niedrige und Träge geht der Sicherheit nach, auf Höhen wandelt die Tugend. 6. Warum, fragt man, lässt doch die Gottheit tugendhaften Menschen etwas Böses geschehen? Sie lässt es ja nicht. Alles Böse hat sie von ihnen zurückgedrängt. Schandtaten und Verbrechen und ruchlose Gedanken und habsüchtige Plane und die blinde Begierde und den Geiz, der nach fremdem Gute trachtet. Schützend nimmt sie sich ihrer an. Oder verlangt etwa jemand von der Gottheit auch das, dass sie, was den Tugendhaften eine Bürde ist, ihnen bewahren soll? Die Sorge erlassen sie der Gottheit, Äußeres verachten sie ja. Demokritus gab seine Reichtümer weg, indem er sie als eine Beschwerde für seinen edlen Geist ansah. Was wunderst du dich also, wenn die Gottheit einem Tugendhaften begegnen lässt, was er zuweilen wohl selbst zu erleben wünscht? Tugendhafte Menschen verlieren Kinder. Warum nicht, da sie solche unter gewissen Umständen wohl selbst töten? Sie werden ins Exil vertrieben. Warum nicht? Da es kommen kann, dass sie selbst ihr Vaterland verlassen, um es nie wieder zu sehen. Sie werden getötet. Warum nicht? Da sie in gewissen Fällen selbst Hand an sich legen.
warum sie manch hartes leiden? Damit andere von ihnen leiden lernen. Sie sind zum Vorbilde geboren. Denke dir also, die Gottheit sage, ihr, die ihr Wohlgefallen habt am Rechten, was könnt ihr über mich klagen? Die andern habe ich mit falschen Gütern umringt und die eiteln Herzen wie mit einem langen und trügerischen Traume getäuscht. Mit Gold und Silber und Elfenbein habe ich sie aufgeputzt. Inwendig ist nichts Gutes. Seht ihr jene Leute, die euch glücklich scheinen, nicht von der Seite, wo sie euch in die Augen fallen, sondern wo sie verdeckt sind, so sind sie elend, schmutzig, hässlich, wie ihre Wände auswendig übertüncht. Jenes Glück ist kein vollwichtiges und von Beimischung freies. Ein Überzug ist's, und zwar ein dünner. Darum, solange es angeht, dass sie stehen und sich zeigen, wie es ihnen dünkt, da glänzen sie und machen Aufsehen. Kommt aber etwas, was sie aus ihrer Ordnung bringt und aufdeckt, dann kommt's an den Tag, wie viel tiefgehenden und wirklichen Greuel der erborgte Schimmer verdeckt hat. Euch gab ich zuverlässige, bleibende Güter, um so besser und größer, je mehr ihr euch damit zu tun machet und sie von allen Seiten betrachtet. Ich habe euch fähig gemacht, dass ihr das Furchtbare verachtet, dass euch die Leidenschaften anekeln. Ihr gleißet nicht äußerlich, eure Güter sind einwärts gekehrt. So achtet die Schöpfung nicht, was um sie her ist, in ihrem sich selbst Anschauen vergnügt. Ins Innere hab ich alles Gute gelegt. Das Glück nicht brauchen, das ist euer Glück. Aber es kommt viel Trauriges, Schreckliches, schwer zu Ertragendes. Weil ich euch dessen nicht überheben konnte, so habe ich eure Seelen gegen alles gewaffnet. Traget es mutig. Hier ist der Punkt, auf dem ihr über der Gottheit stehen könnet. Sie ist von dem Dulden der Übel ausgeschlossen. Ihr seid darüber erhaben. Verachtet die Armut. Es lebt niemand so arm, als er geboren ward. Verachtet den Schmerz. Entweder wird er aufgelöst werden oder euch auflösen. Verachtet das Schicksal, es hat von mir kein Geschoss erhalten, womit es euren Geist treffen könnte. Verachtet den Tod, der entweder ein Ende mit euch macht oder euch versetzt. Die Hauptsache ist, ich habe dafür gesorgt, dass niemand euch wider euren Willen halten kann. Der Ausweg ist offen. Wollt ihr nicht kämpfen, so könnt ihr euch davon machen.
zu diesem Endzwecke habe ich euch von allem, was euch notwendig sein sollte, nichts leichter gemacht als das Sterben. An einem Orte, wo er leicht hinaus kann, habe ich dem Lebenshauche seine Stelle angewiesen. Er geht aus, wenn man ihn nicht holt. Gebt nur Acht, und ihr werdet sehen, was für ein kurzer und gebahnter Weg aus dem Leben hinausführt. Beim Ausgange habe ich euch keine so lange Hemmungen gesetzt wie beim Eingange, sonst würde das Schicksal eine gewaltige Herrschaft über euch behaupten, wenn es mit dem Sterben des Menschen so langsam ginge wie mit seiner Geburt. Jeder Augenblick, jeder Ort kann euch zeigen, wie leicht es sei, der Natur den Dienst aufzukündigen und derselben ihr Geschenk heimzuschlagen. An den Altären und bei des Opferdienstes Feierlichkeiten, während Wünsche für das Leben emporsteigen, lernet zugleich den Tod. Die Körpermassen der Stiere stürzen an einer kleinen Wunde nieder, und mächtig starke Tiere wirft der Schlag einer Menschenhand dahin. Ein schwaches Messer zerreißt die Fugen des Nackens und hat das Gelenke, das Kopf und Hals verbindet, einen Schnitt bekommen, so stürzt jene gewaltige Masse zu Boden. Das Leben liegt nicht tief und muß nicht schlechterdings mit dem Schwerte genommen werden. Nicht durch eine ganz tief hineingehende Wunde braucht man Brust und Herz aufzusuchen. Ganz nahe ist der Tod. Es ist nicht ein bestimmter Punkt, den ich für solche Stöße bestimmt hätte. Man kann von allen Seiten beikommen. Gerade das, was man Sterben nennt, das Scheiden der Seele vom Körper, ist schneller vorüber, als dass man diese Schnelligkeit wahrnehmen könnte. Mag nun eine Schlinge den Schlund zusammenschnüren oder ein Wassertropfen die Luftröhren verschließen, oder mag einer auf den Schädel gestürzt durch den harten Boden, auf den er fiel, zerschmettert werden, oder die Flamme, die dich umlodert, dem Atemzuge den Lauf abschneiden. Es sei, was es will, schnell geht's. Schämet ihr euch nicht, was so schnell geschehen ist, das fürchtet ihr lange? Ende von